Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Sims 4. Zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Vielen Dank für heutiges Dabeisein. Ja, ich hatte heute vor, eigentlich hatte ich heute gar nichts vor. Ich dachte einfach mal, heute probieren wir mal hier oben und alles mal ein bisschen einzurichten. Und allgemein mal von außen das Haus zu ändern, so wie es aussieht. Denn diese Fenster, die sind grauenhaft. Die sehen nicht sehr schön aus. Und da hätte ich gerne ein paar andere Leute. Deswegen gehen wir einfach mal direkt in den Baummodus und suchen uns mal eine Farbe aus. So, ich will eine ähnliche haben. Ja, okay, wir haben die hier genommen. Das heißt, ich nehme einfach mal die in einer anderen Farbe. Wie war's hiermit? Naja, okay. Wir könnten auch irgendwie sowas nehmen. Ja, ich hätte schon eher Lust auf was Blaues. Gibt es irgendeine Art Mauer hier, die ganz schick aussieht? Irgendeine Art Gestein? Querfeldstein, wie sieht denn das aus? Pff, warum nicht, würde ich sagen, ne? Es muss ja nicht so all holzig aussehen. Warum denn auch bitte nicht? Oh, stimmt, wir können auch rein theoretisch einfach einen Keller machen. Gott, die Steuerung ist manchmal ein bisschen komisch hier im Baumodus. Oh, es sieht richtig kacke aus. Oh, schade. Ja, okay. Wenn das so ist, kann man das so machen. Ach Gott, wieso sieht denn das so schlecht aus? Voll schade. Voll schade, Leute. Ja, wo waren wir denn vorher? Ich gehe nochmal hier hin. Channel schick. Dann nehmen wir halt das in einer anderen Farbe. Aller Geld. Als ob man dafür Geld kriegt, das ist so unlogisch. Zack, Alter, plus 10 direkt. Nice. Unlogisch auf höchstem Niveau, aber ich will mich nicht beschweren, dass ich Geld kriege. Das ist ja eigentlich ganz nice. So, jetzt dürfte alles gefärbt sein von außen, ne? Ja, perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch andere Fenster, würde ich zumindest gerne mal machen. Vielleicht gibt es irgendwelche besseren. Welche haben wir denn? Wir haben die, okay. Ja, die sind halt ein bisschen oll. Gibt es die vielleicht in einer anderen Farbe? Die sehen auch nicht alle. Die sehen auch nicht viel besser aus. Okay, das ist ein kleines Fenster. Allem Anschein nach. Was ist hiermit? Zu altmodisch. Das ist schon unseres. Von all denen sieht das tatsächlich schon am besten aus. Och, das ist... Ja, das hier sieht auch ganz okay aus, oder? Ja, warum nicht? Das ist was größer. Perfekt. Das heißt, wir können dieses Fenster hier wegmachen. Kriegen dafür sogar Geld. War das leicht verschoben? Ich pack's einfach mal hier hin. Und dann machen wir auch mal das weg. Nice. So, ich mach das jetzt einfach nur so. Ja, die Fenster können wir lassen. Da gucken wir eh nie hin, Leute. Hier klatschen wir eine Tür hin. Wartet. Wir müssen ja irgendwie müssen wir diese Fläche hier wegkriegen. Wände und leere Zimmer. Ja, wie kriegen wir das denn hin? Fundamente. Ja, wir haben ja schon Fundament. Ach Leute, wie kriegen wir das hin? Wird automatisch ein Boden erstellt, wenn ich das irgendwie so schließe. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe sowas einmal gemacht, weil ich in diesem Haus schon mal gelebt habe, aber das funktioniert nicht sehr gut.
Boah, Alter, ist das teuer. Sorry, wenn die Sounds für euch voll laut sind. Ah. Cool. Okay, jetzt haben wir schon mal das. Stellt sich nur die Frage, wie kriegen wir den Rest hin? Das ist die Frage, liebe Freunde. Die Frage, die wir uns alle stellen. Oh. Quadratplatte. Oh, was ist das? Was ist das, Lode? Ach so. Ja, weg damit. Heißt das? Ach Gott. Was habe ich getan, Leute? Ah, was tue ich? Ich muss doch einfach nur färben. Ja, aber immerhin ist da jetzt der Boden weg. Ich habe das Gefühl, dieses Risiko müssen wir... Ah, oh Gott. Oh, wir können diese einzelnen Lücken bearbeiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann die Lücken wegmachen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich mache das Richtige. Ah, Leute. Huh. Ja, nice. Perfekt, Leute. Also noch nicht perfekt. Der Boden sieht nicht so schön aus, aber das können wir ja ändern. Oder sagen wir, machen da so einen schönen Holzboden. Ja, geht doch. Schöner Holzparkettboden. Ja, nice. Aber was ist mit diesen Stützen hier? Sehen auch nicht so toll aus. Ich würde gerne eine Hecke benutzen. Benutzen. Wow, das sieht schön aus. Was ist denn der Unterschied? Was ist denn der Unterschied? Verstehe ich nicht ganz, Lode. Ist das Ding hier höher? Das Ding ist, glaube ich, höher, ne? Ja, dann nehme ich mal das. Ist auch billiger. Ja, nice, Lode. Wir haben einfach mal einen schicken Balkon. Auf den man nicht drauf kann, aber das wird sich hoffentlich noch ändern. So, jetzt fehlt uns noch hier eine Tür. Man muss ja auch irgendwie auf den Balkon draufkommen, Leute. Am besten eine Glastür, finde ich. Eingangsrahmen, ja nicht nur ein Rahmen. Ja, sowas. Ja. Boah, das sieht schick aus. Vor allem mit dem Boden. Oh, wunderschön. Was ist denn das? Swimmingpools? Können wir... Oh mein Gott, nein. Oh, Leute. Ich glaube, ich speichere mal. Was ist denn das hier, um einen Poolband zu errichten? Oh Gott. Ich weiß halt nicht so. Ah, nein, 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 nein. Wie mache ich das weg? Huh, geht. Man kann es wieder wegmachen. Was ist denn das? Boden? Geländetools. Ach so, Brunnen. Es gibt Brunnen. Okay. Wasserspender. Ich würde halt gerne Außendekorationen haben. Was ist denn das? Wandskulpturen? Fenster? Tore? Wo kriege ich eine Außendekoration? Ach so. Ah. Ah. Ein Grill. Ja, natürlich. Ein Grill will nämlich jeder haben. War jetzt aber irgendwie nicht so teuer, wie ich erwartet habe, das hier zu machen. Den Grill packen wir mal. Ups. Das war falsch. Den Grill packen wir mal hier so hin. Zap, boom, bam. Dann haben wir so einen schicken Grill. Skulpturen. Oh Gott. Hilfe, Leute. Ja, da machen wir lieber so einen kleinen dreistöckigen Brunnen. So klein ist er jetzt nicht, aber... ja, wir klatschen den mal hier hin. Obwohl... Ja, wir können die Sachen ja noch verschieben. So. Dann machen wir den Grill hier hin. Warum auch nicht. Und dann den Brunnen hier hin. Sieht voll okay aus.
Finde ich zumindest. Wir können auch den Brunnen hier so in die Mitte stellen. Ja, so ein bisschen weiter mittig hier. Ja, perfekt. Nein, es gibt eine Baby-Yoda-Statue. Oh, wie süß. Oh nein, wie knuffig. Oh, EA, ich liebe euch. Eigentlich nicht. Eigentlich hasse ich euch. Aber nein, ich hasse euch nicht. Eure Games sind cool, aber ihr seid Geld geil. Das muss man mal sagen. Ich stelle es einfach mal hier hin. Wir können es ja noch verschieben. 500 hat das gekostet. Außenaktivitäten. Und Hochzeitsring. Ein freaking Gartenobservatorium für 1000 gerade mal. Ich glaube, so ein Ding wäre ein bisschen teurer. Aber okay. Außenlampen. Ja, so eine Außenlampe. Junge, das sind einfach so Straßenlaternen. Ja, so eine typische Mottenbeleuchtung. Ist doch gar nicht so schlecht. Typische Mottenbeleuchtung. Mülleimer und Briefkästen. Den Mülleimer brauche ich nicht. Außen Möbel. Das wäre doch jetzt mal was. Wir brauchen da so ein paar schicke Tische, damit wir da mal ordentlich Party machen können. Einfach so einen Tisch, wo wir dann so grillen können und so weiter und so fort und überhaupt. Dann noch, Gott, ach so, ist ein Tisch. Ich dachte, das wäre ein Stuhl. Oh, es gibt einen Tisch mit Schirm. Ja, nice, das ist ja viel besser. So, kaufen wir das direkt mal. Klatschen hier den wunderbaren Tisch, ein bisschen was. Ich glaube, der Brunnen war keine so gute Idee. Was wären denn gute Stühle? Das ist doch kein Sessel für draußen, das ist ein Friseursessel. Lol. Esszimmerstuhl, ein Picknickstuhl. Ich nehme mal den Esszimmerstuhl. So ein. Dann nehme ich noch so ein. Sind ja irgendwie im Mandas-Farben. Und dann irgendwie noch so einen blauen für das Kind. Ja, warum nicht? Jetzt haben wir hier so ein bisschen Tisch. So ein Tisch. Fehlt nur noch irgendwie so eine Bank, würde ich sagen. Eine Terrassenbank. Oder sowas. Ein Retro-Sitz. Okay, kann man sowas da anfügen? Vielleicht, aber ich tue es lieber nicht. Hier noch eine Bank hin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier innen weiter. Okay, jetzt brauchen wir nur noch eine Lackierung. Für die Wände. Ich weiß noch nicht, was für eine. Verkleidung. Na, so ein bisschen quarzartig. Entspannte Sanftheit. Ach man, sind das alle für Kackfarben. Was haben wir denn? Wir haben einfach nur so ein olles Weiß. Mehr haben wir gar nicht. Ich würde aber schon gerne. Was ist denn das? Tapete. Och Gott, Hilfe. Das ist ja schlimm. Was haben wir denn hier alles für Tapeten? Oh Gott, das ist alles so schlecht gemacht. Das soll ein Mauerwerk sein, alles. Das Einzige, was hier eine Mauer ist, ist diese Backstein hier, aber mehr ist da auch nicht. Hm. Farbe. Ja, geht auch, ne? Kannst du auch machen. Einfache Standardfarben. Dann färbe ich irgendwie eine Wand hier. Wo ist denn das Weiß? Du kannst mir nur nicht sagen, dass hier kein Weiß ist. Purer Ausdruck. Ja, da ist das denn Weiß? Ich färbe mal alles weiß, um darüber dann eine Grundlage zu streichen. So. Zack, boom, bam. Das ist dann sozusagen so eine kleine grüne Ecke. So kriege ich dafür Geld. Das macht keinen Sinn. So. Ein bisschen andere Farben vielleicht auch noch. Was passt denn zu grün so? Ist sowas? Hm, warum nicht? Na, das ist schon irgendwie eher... Schon irgendwie eher passend so. Sorry, dass ich so wenig rede, Leute. Oh, die Farbe ist sogar noch besser. Ich mache das halt alles gerade ohne Licht. Ich weiß nicht mal, ob ihr irgendwas erkennt. Sorry, bin ich. So, da. Beleuchtung. Mit den schlechtesten Beleuchtungen, die es gibt.
Manche Sachen in diesem Spiel haben die Entwickler echt nicht gut hingekriegt. Unter anderem Licht. Denn ich sehe kein gutes Licht. Kulala? Wer soll jetzt Kulala? Buschmesser ist nicht, was soll ist das? Ach Gott, das ist ja schlimm. Ja, ist ein bisschen so, als würde man so ausleuchten. Wandlampe für Kinder. Ja, dann nehme ich halt das. Was haben wir denn hier für Lampen? Auch die. Und die haben wir tatsächlich hier überall rumhängen. Bei uns. Wir machen ja wahrscheinlich noch Räume hin. Ist ja nur erstmal, um grob Beleuchtung zu haben. So. Ich mach den wieder weg, Leute. Mach den ein bisschen geordneter. Keine Sorge. Und das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. So sieht unser Haus jetzt ungefähr aus. So, perfekt. Gehen wir mal wieder in den Live-Modus, in dem wir heute nie richtig waren. Weg mit der Kamera, ich brauche nicht. Ja, ich würde sagen, es sieht doch mal schick aus. Okay, hier habe ich einen Fehler gemacht. Das müssen wir dann noch beheben. Genauso wie hier. Wieso sind da überall solche Fehler? Keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.